Wir helfen hier die Body von Erstbefreien die Decke rächeln. Und wir machen das, um in die Klassenkasse einen kleinen Zustopf zu verdienen. Weil ich der Meinung bin, dass man, wenn man das Geld verdient, dass man dann eher wertschätzt, was man davon hat. Was ich so mitbekomme von den Schülern, ist so, ja, ein Bürojob wäre cool und ja, nicht draussen irgendetwas machen. Und vielleicht entdeckt man dann so die Freude, was das halt dann zurückgeht, oder? Dass man dann am Schluss das Resultat sieht und sieht, ah, es sieht wieder schön aus in dieser Body, wie es vorher aussieht und nachher die zwei Bilder, genau. Es ist nicht eine grosse, pompöse Bade. Wir können nicht protzen mit grossen Wasserrutschen oder hohen Sprungtürmen. Aber die Ambiente, die alte Infrastruktur, geben ihr einen ganz, ganz speziellen Charakter. Der eigentliche Geburtstag der Bade Wilisau ist am 5. Juni. Der ist der 100-Jahr-Geburtstag. Feiern tun wir am Sonntag, 3. Juli, wo wir einen grossen Festtag beigestellt haben. Was dort ganz genau kommt, das dürfen wir hier noch nicht verraten. Es wird sicher ein Zelt gestellt, als der Anlass bei jedem Wetter durchgeführt werden kann. Wir hoffen natürlich, dass wir ein schönes Wetter werden haben. Und dann gibt es einen sehr, sehr schönen Tag für junge und für die alten Badegäste.